herzlich willkommen zum Tag 2 der ProLighten Sound hier im Steinigestand. Ich bin Markus Fromm. Ich erzähle euch jetzt was über die neuen Frequenzweichen von Omnitronic. Gleich vorweg, sie sind entwickelt und produziert in Deutschland. Die Software ist auch in Deutschland entwickelt worden. Sie ist sowohl Windows als auch Mac-kompatibel. Und jetzt werden wir einfach mal diese paar Geräte durchgehen. Ich fange an mit dem kleinsten. Das ist hier die DXO24S. Das ist also eine Zwei-Wege-Weiche Stereo, die, wie man hier sieht, sehr unauffällig, sehr schön irgendwo verbaut werden kann. Ich habe zwei symmetrische Stereo-Eingänge und eben vier symmetrische Ausgänge. Das Ganze wird über ein 6-Volt-Netzteil gespeist. Ich habe nur die Möglichkeit, über das USB-Interface die Weichung einzustellen. Vom Prinzip her eine wunderbare Sache. Es wird sehr günstig sein. Und kommen wir zur nächsten. Die DXO-Serie wird es natürlich auch, wie hier in der Unterbau- oder Einbaulösung, als 19-Zoll-Version geben, als DXO24. Dann geht es natürlich weiter im Programm als Drei-Wege-Version. Das wird hier die DXO26 sein. Hier einmal als normale Version mit normalem Bedieninterface. Das heißt, ich kann sowohl mit der Software eingreifen, steuern und regeln, als auch hier über das Bedienpanel. Für Einbaulösungen in Clubs, wo der DJ vielleicht nicht selber Einfluss drauf nehmen sollte, haben wir hier eine Interface-Version. Das heißt, diese Version hier wird nur mit dem PC zu bedienen sein. Ich sehe hier die Status-LEDs, aber mehr kann ich hier am Frontpanel auch nicht einstellen. Das heißt, einmal eingestellt, Stati ablesbar und nicht mehr zu modifizieren. Des Weiteren wird die Serie noch erweitert mit der DXO 48E und DXO 88E. Letztere wird eine Matrix-Zuordnung haben, wo ich dann komplett frei belegen kann. 8 Eingänge, 8 Ausgänge. Und die DXO 48E wird eben, wie es der Name schon sagt, 4 Eingänge und 8 Ausgänge haben. Natürlich alles symmetrisch ausgeführt. So, das nächste Produkt, was ich euch vorstellen möchte, das ist die NKB-Serie. Diese Serie wird es in drei verschiedenen Modellen geben. Angefangen mit der kleinen 8-Zoll-Box über die 10 zur 12 bis hin zur 15-Zoll-Version wird es sowohl als aktiv als auch passive Version geben. Das Design ist recht konventionell mit einer Status-LED für die aktiven. Hier mal ganz kurz die Rückseite gezeigt. Wo ich eben die üblichen Anschlussterminals habe für Mikrofon, Cinch für den Line-Eingang und die üblichen Regelungen für Gain, Level und Master-Lautstärke. Die dritte Serie aus der NKB-Serie wird sein die AP Active Player Serie. Das bedeutet, wenn wir uns das hier anschauen, wir haben hier das ganz normale Aktivmodul, wie gewohnt, und hier eine Besonderheit, der USB-SD-Karten-Player. Wir sehen es hier, Aufnahmeschächte für USB und SD-Karte. Das heißt, ich habe hier eine All-in-One-Box sozusagen, die ich Mikrofonie oder andere Line-Quellen direkt kombinieren kann mit Musik. Was für Alleinunterhalter oder für alle möglichen Anwendungen auf Präsentationen sehr, sehr gut geeignet ist, weil ich alles mit einem Handgriff am Mann habe. So, noch ein Produkt, was ich gerne vorstellen würde. Das ist der FPS5 Lautsprecher. Ein sehr flacher Lautsprecher, ein Wandlautsprecher, der sowohl für niederohmigen Betrieb an 4 Ohm oder auch im 100 Volt Modus betrieben werden kann. Also sprich ELA-Technik. Dieser Lautsprecher hat eine maximale RMS-Leistung von 20 Watt und klingt also sehr, sehr erstaunlich gut für diese Größe. Sie sehen, also er ist wirklich ultra flach,
fast schon iPad-Style und kann eben hier hinten über die Klemmbuchsen niederohmig oder eben mit 100 Volt, also das heißt, der Trafo ist schon mit eingebaut, der 100 Volt Trafo. Ein sehr, sehr schöner Lautsprecher, gibt es in weiß, ist sehr leicht und kann eben über diesen Haken da oben bzw. diese Lochöse einfach an den Haken angehängt werden. Else, we can give you a code. We have wireless internet access here, so you can use it today and all the other days you are here at the show. So you can go online here nearby our booth. Okay, now we would like to run a short presentation on the video screens.
First slices here, and then everybody who is invited to get a piece of the new web shop.